Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, wo ich so tue, als wäre ich geistig quasi anwesend heute. Aber eigentlich habe ich es gerade nur auf Steam gesehen, das Delver, so heißt das Spiel. Und das ist so eine Art Dungeon Crawler in charmanter Pixelgrafik. Ich will gar nicht weiter rumquatschen. Ich starte mal eine neue Welt, komm, da habe ich mal ein bisschen rumprobiert. Starte mal eine neue Welt, zack. Wir generieren ein Dungeon, die sind immer sehr random, das heißt, auch wenn ihr das spielen wollt, use E, Map M, okay. Auch wenn ihr das spielen wollt, dann, oh nein. Und ausgerechnet ein Zombie greift sofort an, das heißt, ich versuche den mal, ich erzähle gleich weiter, ach scheiße, ich bin schon vergiftet. So, den haben wir weggesmashed, aber das Problem ist, wenn man vergiftet ist, naja, ihr wisst ja, wie es ist, ach, was? Achso, das ist das Gift. Ich habe diese Runde scheinbar nicht so viel Glück. Ist das eine Falle? Na, prima. Offenbar ist es eine Falle. Alter, ich habe hier auch mega Glück. Ich komme sofort direkt zu Anfang hier in irgendein komisches Gebiet. Hier geht's direkt... Ach, Alter, ich wollte sagen, hier geht's direkt runter, aber ein Scheiß geht's da. So, 7 von 10. Ich hoffe, wir bleiben am Leben einigermaßen. Wo kommen die alle her? Haben die nichts zu tun? So, hier haben wir eine Lederkappe gefunden, wie es aussieht. Die können wir natürlich gleich ausrüsten. Excellent Skullcap! Ich weiß noch nicht genau, wie man ausrüstet. Hä? Ich kann die gar nicht richtig ziehen. Der legt die dann einfach wieder ab, nach einer Weile. Was? Jetzt hat er die an die Decke geklebt? Was? Na geil, und ich komm nicht mehr dran. Also die Steuerung ist echt ein bisschen popelig noch. Dass man die Sachen nicht einfach ziehen kann, ist sehr merkwürdig. Oh! Oh! Ich glaube, wir kriegen Besuch von einem Zauberer. Der greift aber nur an, ne? Der kommt nicht rüber. Komm mal her! Na komm mal her! Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Der ist... Ach, im Wasser ist der bestimmt. Ha, da unten hockt er. So, das war der Zauberer. Und was sind das für Kristalle? Ich habe noch keine Ahnung. Ich spiele es so gesehen gerade zum ersten Mal. Ich habe es gerade nur auf Steam gesehen und wollte es unbedingt ausprobieren. Und ich fand diese Pixelgrafik so charmant. Und es erinnert mich so ein bisschen an, an Ultima Underworld. Falls das noch jemand von euch kennt. Oh. Get Broken Ice Wand. Zauberstäbe kriegen wir also auch. Wir müssen uns nicht auf eine Klasse festlegen. Hier ist eine Geheimtür, wie es aussieht. Hier sieht es ein bisschen aus wie in Minecraft. Warum nur? Nein, Zombie, geh weg. Ich will nicht sterben. Hier sieht es ja wirklich aus wie in Minecraft. Ist ja witzig. Ja, ich finde das witzig. So, ich habe gerade mal die Hähnchenkeule gegessen. Was, 12 Health Points? Habe ich Level up gehabt? Oh. So, der ist weg. Die Frage ist der Zombie hier noch irgendwo? Hier ist... Oh, jetzt jemanden erwischt. Aber ich komme nicht an seine Mütze ran. Ich hätte gerne die Mütze, die wir dann vielleicht hoffentlich mal anziehen können. So, fein Skullcap sogar. Ich suche mir mal ganz kurz ein sicheres Plätzchen. Ich hoffe, ich kann die auf jeden Fall nicht selektieren. Das ist wirklich ein bisschen doof. Das Ding ist übrigens portiert von Portables sozusagen. Also das Spiel, es hat eine brechend schlechte Framerate, muss ich sagen. Vor allen Dingen für so ein... Alter, nimm das doch einfach mal. Jetzt kann ich es richtig ziehen. Ist ein bisschen umständlich teilweise. Die Steuerung wurde noch nicht richtig portiert, aber es ist ja auch eine Beta. Nein! Scheiße, unvergiftet. So, ein Iron Dagger. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Was ist das?
3 bis 4 Damage. Wir machen momentan... Oh, fuck it! So, ich brauche unbedingt was zu essen. Jetzt haben wir einen besseren Dagger, das ist schon mal ganz gut. Hier waren wir gerade, ne? Das ist die Bücherei. Okay, wo müssen wir denn weiter? Ich guck mal hier rum. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wenn man die Maus länger gedrückt hält, dann macht man eine stärkere Attacke. Das hilft ungemein, wenn ihr das selber spielen wollt. Guten Tag, mein lieber Kämpfersmann. Ich weiß auch gar nicht, warum die alle gegen uns sind hier. Wo will der denn hin? So, weggesmashed. Lieber Zombie, komm doch nochmal zu mir. Scheiße, wir haben gar keine Energie mehr. Und das gleich wiederholen wir jetzt noch ein paar Mal. Und da, ach, da ist was zu essen, ne? Oh, Käse. Nie war ich so dankbar für Käse. Essen gibt offenbar immer einen einzigen Energiepunkt zurück. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Das heißt, wir müssen uns hier quasi die Wampe so vollschlagen. Komm her, Zombie. Ich darf nicht vergiftet werden. Oh, 7 von 12. Das heißt, wir heilen auch so wieder. Wusste ich nicht. Yeah. BZW, wahrscheinlich steigt die Heilung, sobald wir etwas gegessen haben. Der Zombie blutet schon. Und jetzt locken wir ihn mal eben hier herüber. Komm schon, stirb, Elender. Yeah, und er lässt ein Schwert fallen, wie es aussieht. 6 bis 8 Damage, geil. Woo. So, hier haben wir eigentlich alles ausgeräubert. Wir könnten die Höhle weiter erforschen. Ich gehe einfach mal nach unten, einfach mal um zu gucken, was da so ist. So, down. Ebene 2. Und wir brauchen immer noch dringend was zu essen. Ist das eine Geheimtür? Ja. Na super. Wie kann der das denn wissen? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also die Level sind, wie gesagt, random generiert. Das heißt, man kann gar keinen Einfluss darüber nehmen, wie fair oder unfair die Level sind. Ich weiß nur, ich habe da unten jetzt ein Riesenkomitee. Der schießt immer 3 Bälle. Okay, 1, 2, 1. Oh. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. 1. Ich weiß nicht, ob ich da runterlaufen soll. Oh. Hua! So, den Zauber haben wir weggemacht. Komm schon. Hahaha. Und tot. Ledermaus ist auch weg und ich glaube, wir haben ein Level-Up. Level 4 sind wir jetzt schon, das ist super. Und ich guck mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob ich springen kann. Ein Ring of Protection, das ist natürlich super. Die Pilze kann man nicht sammeln, ne? Nee, schade. Wäre auch zu schön. So, der legt den wieder automatisch ab. Ich drücke die Maustaste extra sanft, damit er nicht aus Versehen wieder was ablegt. Da hinten geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's überall weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt lang gehen soll. Es macht aber irgendwie Spaß, muss ich sagen. Das kann man echt suchten, glaube ich. Das hat für mich so ein bisschen was, auch wenn man selber nicht craften kann, hat es für mich so ein bisschen so dieses ursprüngliche Minecraft-Erkunder-Ding. Ach, na jetzt egal. So, Purple Potion, wissen wir nicht, was die macht. Wern Leather Armor, das ist super. Die legen wir natürlich... Ach, wir haben Leather Armor 3 und die hat 2 AC. Schade, dass hier keine Händler gibt oder so. Vielleicht gibt es ja später noch welche. Und wir haben den Weg nach unten gefunden und können auch nochmal ein Schlückchen süppeln dabei. Allerdings glaube ich, es ist sinnvoller, wenn man erstmal die anderen Gänge auch so erforscht.
Wobei ich natürlich hier nicht drüber... Ach komm, ich latsche einfach mal drüber. Ich frage mich, ob man diese Fallen irgendwie entschärfen kann. Uh-oh. Uh-oh. So, 2, 3, wir sammeln wieder Energie. Die Kristalle kann man nicht sammeln. Ich frage mich, wieso sind wir überhaupt hier unten? Ich meine, wonach suchen wir? Nach welchen Schätzen eigentlich? Oder ist das nur just for fun? Hua! Boah, bitte nicht umbringen. Ich suche nämlich eigentlich nur was zu essen und ich komme jetzt wahrscheinlich drüben auch nicht mehr über die Falle. 10 von 14 haben wir wieder. Scroll of Teleport. That's awesome. Yes, I sound like a drunk Canadian guy. Keine Ahnung. So, der hat was fallen gelassen. Amulet of Protection und der hat noch eine Green Potion Edible. Green Potion Edible, das heißt, wir haben Heilungstränke tatsächlich gefunden. Und noch eine weitere Fledermaus, aber erstmal... ziehe ich das ganz sanft hier rüber. Ich dachte gerade, die Fledermaus will mich vielleicht von hinten angreifen. Hey du! Klar, Fledermaus hat ein schönes Stahlschwert dabei. Ist doch logisch. Das war wahrscheinlich Batman. So. Die Dagger brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die könnte ich auch fallen lassen. Huch, habe ich gerade aus Versehen gemacht. Den Stildagger behalte ich aus Prinzip. Das Ding, ich weiß halt nicht, ob die Rüstungen auch irgendwelche Haltbarkeit haben. Green Potion Edible mache ich mal auf die 2. Dann haben wir da Heilung. Missile Wand, können wir auch mal ausprobieren. Hallo? Ich glaube, das Ding hat auch gar kein Ende, das Spiel. Kann das sein? Das ist so ein, auch so ein Endlos-Game. Oh, geil, Chainmail. Und ein Bogen, schön. Hat sich der Ausflug nochmal gelohnt. So, die Chainmail-Hose, die ziehen wir natürlich gleich... anstatt unserer Standardschlüpper hier, statt der Lederschlüpper. Unsere Armor-Class ist jetzt auf 14, zack. Die war vorher 0, die Useless Pants, jetzt haben wir direkt 5. Und ein Bogen. Ist die Frage, ob wir Bogenkämpfer sein wollen, dann lege ich das mal... lass ihn mal auf der 4, ist ja auch egal. Haben wir unendlich Pfeile? Nein, ich glaube, wir haben gar keinen einzigen Pfeil. Na gut. So, hier haben wir den Dagger weggeschmissen. Und hier ist ja nichts. Ich versuche mal ganz kurz, ich latsche mal ein bisschen die Wände ab, ob wir hier vielleicht irgendwo Geheimtüren haben. Das täte mich mal interessieren. Täte, rette, tä. Hier nix. So, wo kommen wir denn? Hier waren wir schon. Sind das hier Geheimtüren? Nee. Ich wittere überall Geheimtüren, wo eine Textur auch nur anders aussieht, aber ich glaube, die Geheimtüren hier erkennt man gar nicht. So, da war die Falle. Und da hinten geht's auch noch weiter. Ich glaube, entweder kommen wir von da oder wir waren da noch nicht. Wir waren hier noch nicht. Ein Zombie. Mist, jetzt habe ich aus Versehen einen Schuss verschenkt. Aber da finden... oh, vielen Dank. Aber da finden wir schon wieder eine Fire Wand, was natürlich super ist. Wenn die grüne Wand also erschöpft ist, können wir gleich Feuer machen. Lederrüstung mit 5 Armor Class. Gucken wir gleich mal, ob wir die ausrüsten können. Erstmal schauen wir hier, ob alles sicher ist. 9 bis 14. Müssen wir gleich mal schauen, wie wir da aufrüsten. Und vor allen Dingen, wer geht in den Dungeon... mit so schäbigen Werten wie der Typ. Der hat sich ja kaum angezogen. Der hat gerade mal die Hose zugekriegt. Da hinten ist übrigens ein Schleim oder sowas, ne?
Ich hatte keine Ahnung, ob der jetzt vergiften kann oder nicht. Noch eine Feuerwand. Ach, wie geil. Also Feuerwand. Noch ein Feuerstab. Feuerzauberstab. Und 20 Pfeile. Sehr gut. Auch hier hat sich der Ausflug gelohnt. Hier geht's nicht weiter. Nein. Hier hinten ist noch eine Tür, die wir noch nicht gesehen haben. Und hier wechselt sich die Grafik auch ein bisschen ab. Hier sieht so ein bisschen aus wie roher Fels. Nicht mehr so Dungeon-mäßig. So, Dagger 7 bis 10. Den lasse ich mal liegen. Ich glaube, die Dagger brauchen wir gar nicht mehr. Die sind vielleicht schneller, aber nicht unbedingt besser. Ach, und guck mal, das hier scheint... Hier waren wir ja... Waren wir hier schon? Oder war ich hier in der ersten... Im ersten Versuch meines Spiels? Mich ärgert, dass ich nicht springen kann, dass man... Oder wie kann man denn Fallen deaktivieren? Kann ich die mit E deaktivieren? Nee, ne? Ah, jetzt auch egal. Ich hoffe nur, wir kriegen gleich oder was zu... Ach, wir haben ja die grünen Fläschchen. So, hervorragend. Den Zombie haben wir zerlegt. Das ist ja wohl der lächerlichste Dagger überhaupt. Das ist bestimmt Mick Dagger. Und eine Skullcap, da gucken wir gleich mal. Wir müssen ja eh noch die Rüstung überprüfen und gleich mal prüfen, ob wir vielleicht mal wieder was Neues machen wollen, was Neues anlegen wollen. So, 5 AC, 3 AC. Ich glaube, da können wir diese Rüstung hier, legen wir mal an. Und die hier schmeißen wir mal weg. Kann ich mit Rechtsklick? Nee. 3 AC, 2 AC. So, die schmeißen wir auch mal weg. Die Hose ist eh unnütz und hier, die schmeißen wir dann auch mal weg. In der Hoffnung, dass wir die nicht brauchen. 9 bis 14. Hier haben wir 7 bis 12. Das 7 bis 12er Schwert behalte ich aber vorsichtshalber mal. So, hier haben wir 0 Charges left. Können wir also auch getrost wegschmeißen. Und dafür nehmen wir mal den Feuerzauberstab ins Inventar. Und hier haben wir noch ein Steak, das können wir zwischendurch mal essen, die Purple Potion. Keine Ahnung, was die macht, das werden wir später auch rausfinden. Probieren wir dann einfach mal aus. So, und den Zauberer lassen wir natürlich erstmal rankommen, wie immer. Ich könnte jetzt natürlich Zauber gegen Zauber machen, aber... So, hat ja gut funktioniert. Und noch ein Zauberstab, das ist ja ein Traum. Ich laufe ja bald nur noch mit Stäben rum. Kann ich bald einen China-Shop eröffnen und Stäbchen verkaufen? Wer hat denn hier gerade geschossen? Ach, hier war eine Falle. So, hier sieht's aus, als würde es weitergehen. Jawohl. Ja, okay, Broken Chainmail brauchen wir nicht. Das hat nur eine Armor Class. Ich würde ja gerne diese Dinger hier mitnehmen, aber das geht, glaube ich, eher nicht. Schade, was sammeln wir hier unten, frage ich mich. Wieso ist der Typ ins Dungeon gestiegen? Ich raff es noch nicht. Liebe Freunde, so. Dann gehe ich mal hier lang. Und vor allen Dingen, wer baut denn auch so ein Dungeon? Wo du mitten im Berg plötzlich diese ganzen Räume hast. Das ist jetzt keine Mine wie bei Minecraft oder so. Das sind ja einfach nur random Räume. 5 bis 10. Kann ich auch mal mitnehmen. Und Pfeile natürlich auch ohne Ende. So, gibt's hier noch eine Geheimtür? Nee, ne? Nee. Dann gucken wir weiter, wohin wir kommen. Wir können ja immer noch... Jetzt können wir mal die Treppe nach unten gehen, die Leiter nach unten gehen.
Jetzt haben wir eh alles abgeräubert und vor allen Dingen haben wir ein bisschen gelevelt. 6 von 16 Hitpoints haben wir nur noch, das ist jetzt nicht ganz so viel. Ich könnte ja schon mal wieder ein Fleischi essen. Und wie man sieht, immer wenn man ein bisschen was isst, dann steigen die Hitpoints nach und nach wieder nach oben. Das Spiel selber ist gerade noch an der Beta, das heißt, hier ist jetzt noch nicht alles, was es dann in einer Final Version geben soll, drin, glaube ich. Ich bin mir da selber nicht sicher. So, diesmal kann ich ja easy. Zack. Gut. Was mir ein bisschen so fehlt, das sind Ingame-Aufgaben. Also so vielleicht random Quests, die man hier irgendwo kriegt oder irgendwie sowas. Ich kann es gar nicht so genau benennen. Hier kommen wir wieder zurück. Na nü. Ah. Und ich glaube, wir müssen jetzt da lang. Dann haben wir den ganzen... alle vier Räume mal ein bisschen abgewirtschaftet. War das hier richtig? Ja, das war hier richtig mit der Falle, an der man nicht vorbeikam. Wieso kann man die nicht entschärfen? Ah, kann man. So, und wir betreten schließlich Ebene 3. Mit anderer Musik endlich mal. Und hier sieht es schon ein bisschen düsterer aus. Wir sind jetzt quasi unter den Dungeons in den Fels gelaufen. Hui. 3 bis 8. Steel Sword of Speed ist natürlich auch ganz geil. 3 bis 8 könnte sich 3 bis 8 könnte sich mit Geschwindigkeit drauf sogar lohnen. Diese Dinger mitnehmen. So, lalalalalala. Wie man sieht, ist das Ganze über Steam käuflich erwerbbar. Bow nehme ich mal mit. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Damage der macht. Sobald wir hier ein bisschen ausgemistet haben. Monster gibt es ja auch andere. Hier sieht's. Ah, Arrow mal 20. Bones brauchen wir nicht. Und man merkt schon, wir haben jetzt plötzlich keine Ranger und Mages mehr, die uns angreifen, sondern plötzlich Würmer, Spinnen und vor allen Dingen auch schwarze Würmer, die Schwerter mit sich herumschleppen, diese lustigen Würmer, und vergiften können. Scheiße. Das muss man ja wissen. Huch. Nein, Inventar ist voll. Okay, 9 bis 14, 5 bis 10 kann man damit direkt mal wegschmeißen. 7 bis 12 aber auf Speed. Ne, das Speed ist da. 3 bis 8, 7 bis 12. 9 bis 14. Ja, ich glaube, das Speeding brauchen wir dann auch nicht unbedingt. So, 9 bis 14 haben wir. 9 bis 14 haben wir da. Dann brauche ich das 7 bis 12er eigentlich auch nicht. Hier haben wir Amulet of Protection 3AC. Die haben wir auch im. 79 Pfeile haben wir. Bogen 4 bis 9, 6 bis 11. Dann können wir den Bogen auch wegschmeißen. Wir könnten eigentlich bei Zeit mal probieren, was die Purple Potions machen. So, die Scroll of Teleport. Keine Ahnung, wann wir die verwenden wollen. Und wir müssen definitiv öfter auch mal einen Zauberstab benutzen, wenn die hier so überall rumliegen. Selbst unter dem Dungeon, überall Zauberstäbe. Das Problem ist nur, hier ist es jetzt so dunkel, dass sich die Sonne gerade auf dem Monitor reflektiert. Und ich sehe dann die schwarzen Würmer nicht. Huahaha, ein Beholder! Das war doch ein Beholder, das habe ich doch gesehen. Ein großes fliegendes Auge. Hallo. Hallo, Auge. Ach, naja. Das war nicht der mächtigste Beholder, gegen den ich hier gekämpft habe. Ich erinnere mich noch an ganz andere Zeiten bei Eye of the Beholder. So, wer auch immer hier unten Fackeln angebracht hat, ich weiß es nicht, aber ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet. Scheißen Dreck. Oh, fuck you. Fuck you.
trinke ich mir erstmal einen. Und ich warte und warte und warte. Der Trank wirkt nur sehr langsam. Ich muss ausharren. Die schwarzen Würmer wittern bereits ihr Mal. Ich bin geheilt. Das Auge. Es schwebt in sicherer Entfernung, wohlwissend um seinen baldigen Tod. Ich hoffe nur, was ist das denn? Ach, ich wollte gerade sagen, ich hoffe nur, hier sind keine Feinde im Wasser, sodass man die nicht sieht. Scroll of Teleport, Scroll of Flame. Ich persönlich hätte ja einiges am Interface vielleicht anders gemacht und so weiter, sodass man mehrere Zaubersprüche auch erlernen kann. Nicht nur irgendwie diese Wands kriegt, sondern dass man die auch erlernen kann und vom Interface her aus abfeuern kann. Wir kommen schon weiter runter, dann gehen wir mal weiter runter. Ebene 4. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Hallo, Käfer. Das war, glaube ich, ein ziemlich guter Zauberstab sogar. So, war hier was? Nein, da sind nur Pilze. Hallo, Batman. Komm runter. Mist. Stirb. So, wie viel? 9 bis 16. Der ist, glaube ich, besser als der, den wir jetzt aktuell haben. 9 bis 16, 6 bis 11. Jetzt müssen wir den nur noch benutzen. Dann ist schon mal viel geholfen. Und wir müssen vor allen Dingen auch mal diese Wands benutzen. Oh, that she wants. With another baby. Na, geil. So, das ist unser Bogen, den wir gerade weggeschmissen haben. Fünf AC, sehr gut. Dark Potion, nicht so gut, weil wir die nicht tragen können. So, und die schmeiße ich dann auch mal weg. Ich glaube, die Gegenstände sind einfach haltbar und notfalls finden wir da schon wieder was Neues. Komm schon. Auge um Auge. Alter, Mist ist, glaube ich, kaputt. Und schon wieder vergiftet. Nein, das wollte ich vermeiden. So, hier war offenbar jemand schon vor uns. Ich esse mal eben einen Apfel. Der ist sehr gesund. Besser als Kellogg's Max. Also gesünder zumindest. Okay, Fledermaus sagt Tschüss. Oh, entschuldige bitte, das wollte ich nicht. Also mit Sachen wird man ja zugeschissen so ein bisschen. Die sind leider doof. Alter, hört mal auf jetzt. Oh, was haben wir denn da? 11 AC, geil. Da schaue ich gleich mal. Wir haben momentan 5 AC, haben eine Armor Class von 19 aktuell. Jetzt steigern wir die auf 25, was nicht ganz so schlecht ist. Huch. Und ich probiere mal einen lila Trank aus. Boah. Ich glaube, der hat uns einfach instant geheilt. Kommen wir denn hier hin? Auge? Auge. Oh, der hat gar keine Charges mehr übrig. Zack. Nehmen wir einfach mal eine Ice Wand. Zack. Die wird er sicherlich bei irgendwelchen Feuerkreaturen helfen.
Boah, Battle Mounts oder was? Okay, die Eiswand macht weniger Schaden als eine Feuerwand bei dem Viech. Was unüblich ist, weil es eigentlich selber Feuerbälle schießt. Also müsste es eigentlich mehr gegen Feuer immun sein als gegen Eis. Es ist ja jetzt, so wird's gemacht. Gold Potion, ja geil. Keine Ahnung, was die macht. Das werden wir rausfinden müssen. Scroll of Flame finden wir nochmal. Ich hoffe, die Gegenstände sind, glaube ich, leider nicht stackable. Nur so ein paar wie Pfeile oder sowas. So, ein Apfel gibt's auch. Ja, wo kommen wir denn da hin? So, ein Bogen, den wir nicht brauchen. Und sonst eine Fledermaus. Und da hinten ist was zu essen, sehe ich gerade. Ein Steak. Es sieht aus wie ein Steak. Oh, 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 eine Mütze gibt's auch. Na, mit 1 AC. So, Cheese haben wir noch gefunden, der ist auch edible. Gold Potion könnten wir theoretisch auch mal benutzen. Ich weiß nicht, was die macht. Blue Potion ist edible. Hm. Alter, willst du mich... Ah, nein, ich bin ins falsche Fenster. Scheiße. Kommt da so eine Arschmade irgendwo hergekrauchelt? Und grabbelt uns an. Mist. So, Apfel hilft. Und dann nehmen wir nochmal den Käse mit, falls wir den brauchen. Der verklebt uns zwar ein bisschen die Klumpozyten, aber ist lecker und heilt. So, ich glaube hier null Charges. Ich glaube, von hier kommen wir doch. Dann gehe ich mal weiter dahin. Ich weiß nämlich nicht, ob da noch was kommt oder ob wir jetzt am Ende der Höhle waren. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es sieht aus, als ginge es hier noch hinein. Oh, hinein. Broken Steel 10, 5. Wir haben... mehr. Ja, dann stinkender Bogen. Ich glaube, das können wir uns sparen. Wir suchen einfach nur noch die Leitern abwärts. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir hier durch diese Szenen durch sind. Ich bin überhaupt gespannt, ob es ein Ende bei diesem Spiel gibt. Was mit der Hose? 2 AC. Ah, okay. Und hier sind die Gänge und Räume auch schon ein bisschen verwirrender. Jeweled Dagger of Fire. Bah. 5 bis 10 Damage, 3 Fire. So, immer noch vergiftet. Hier waren wir offenbar noch nicht. Oh. Kann ich die wieder nehmen? Yeah. So, ein Pfeil gegen 20, das ist kein schlechter Tausch. Eine Gold Potion, die ich nicht nehmen kann. Dark Potion. Was schmeiße ich denn weg? Komm, den Käse können wir essen. 7 Hitpoints. Ich brauche die ganzen Wands eigentlich nicht zwingend. Neun AC, da haben wir was Besseres. Hier ist eine Falle. Bleibt die denn ausgelöst? Nee. Okay, ich sehe ja gar nichts mehr. Ich hätte gern selber noch eine Fackel irgendwie. Noch eine Gold Potion. Ich probiere jetzt mal eine aus. Wahrscheinlich wieder Heilung. Uah, Heilung oder sowas. Das war ja jetzt ganz skurril. So, Fine Engraved Dagger 6 bis 10, das bringt uns nichts. Hier ist noch ein Pfeil, den wir verloren haben. 2 AC, das ist ja jetzt nicht so... das mega... Aua. 2 bis 8, wir finden irgendwie keine besseren Items mehr, habe ich das Gefühl, ne?
Alter, was war das denn gerade für ein... Okay, Brot können wir mitnehmen. Gold Potion. Ich weiß nicht. Ich probiere nochmal eine lila Potion aus. Mal gucken. 20 von 20 Instant Heal. Sollten wir vielleicht mal lieber sparen. Alter, hört mal auf mit euren Potions. Ich weiß doch gar nicht, was die alle machen. So, auf der Map können wir mal ganz kurz gucken. Da sind wir reingekommen, da unten links. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, um wieder weiter nach unten zu kommen. Jetzt ist nur die Frage, was schmeißen wir mal weg? Scroll of Flame. Ob man die braucht, Scroll of Flame, ganz ehrlich. Ich schmeiß davon mal zwei weg. Weil ich das Gefühl habe, dass wir besser beraten sind mit den Wands. Natürlich kann mein Gefühl mich auch trügen, wie so oft, aber... Ich bin sicher, wir kriegen die Gelegenheit, noch das rauszufinden. Fine Stormwand mit Lightnings. Sehr geil. Eine Elektrizitätswand und hier ist auch schon die Leiter nach unten. Aber wenn wir schon mal hier sind, suchen wir den Raum natürlich auch ein bisschen ab. Sonst entgeht uns nämlich die Rüstung, die wir nicht brauchen. Rüstung haben wir noch, Rüstung haben wir noch. Das Ding hat 3 AC, bis jetzt das Beste, was wir gefunden haben an Kappen und die Fledermaus blutet. Ja, das funktioniert ja super. So, Green Potion können wir später aussaufen. Ich guck mal ganz kurz, was wir alles haben. Ja, wir haben alles Mögliche. Ice Wand, Ice Wand. Broken Ice Wand. Ja, komm. Nehme ich mal lieber ein bisschen Gesundheit mit und dann geht's runter auf die Ebene 5. Wo sind wir denn hier? Hä, jetzt sind wir wieder im normalen Dungeon? Ich hätte gedacht, wir arbeiten uns langsam vor. 6 AC. Ah, super. Fine Blade Mail. Hä? Ach so. Ice Wand. 3 bis 5 Eis. 7 bis 9 Eis. 1 bis 3 Eis. Broken. Und die ist auch, schon leer. So. Dann ziehen wir uns mal den frischen Schlüpper an. Den alten schmeißen wir einfach mal weg. Und wir bräuchten langsam mal einen Helm von adäquater Güte. Huch. Broken Ice Wand brauchen wir nicht. Oha. Auf jeden Fall gibt es wieder andere Monster und das sah gerade aus wie ein Skelett. So, 2 Pfeile habe ich verbraten, aber das ist mir, glaube ich, gerade auch egal. Da geht es nicht weiter. Ich dachte gerade, da wäre vielleicht ein Geheimgang. Oder hier. Und wir befinden uns offenbar in der Kanalisation. Zumindest in einer. Headshot! Manchmal hauen die auch ab, wenn die verwundet sind, ne? Wenn die anfangen zu bluten, hauen die manchmal auch ab. So, das war Auge. Und hier gibt es noch einen schönen Meatcake oder was immer das ist. Und ich hau mir erstmal ein Brot rein. Da liegt doch irgendwas. Ach, wieder eine Wand of Fire, pipapo. Broken Fire Wand. 1 bis 21 Fire. Könnte sehr wirksam sein, muss es aber nicht. Alter, schon wieder so ein Heinz. Alter, jetzt reicht's aber. Ich sehe dich gar nicht, weil es hier so dunkel ist. Ha! Alter, wieso treffe ich den da nicht? Das gibt's doch nicht.
So, einen habe ich jetzt durch Zufall getroffen. Da kommt noch ein Skelett um die Ecke gescheißert. Oder ein blauer Zombie, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das andere epileptische Auge muss ja auch noch irgendwo rumzappeln. Wo ist es hin? Na, wer will denn da abhauen? Okay, die Pfeile kriegen wir zum Glück wieder. 9 Plate Mail brauchen wir nicht. Was haben wir denn da? Das sieht nach einem guten Hat jemand geschossen? 9 bis 16 Damage. Wir haben momentan aktuell 9 bis 14. Das heißt, welch damit und welch, Herr damit, huch. Alter, jetzt... Diese Epileppi-Augen immer. So, jetzt zieh das doch mal bitte da rein. Ich bin auch zärtlich. So. Und das Schwert können wir eigentlich auch wegschmeißen. Hier sieht es inzwischen aus wie auf einem Ikea-Flohmarkt, weil hier aber die ganze Scheiße rumliegt. Die Pfeile nehmen wir natürlich wieder mit. Gibt es hier einen Geheimgang irgendwo? Nein. Den Pfeil nehme ich auch wieder mit. Ach, weil ich Leertaste drücke zum Springen automatisch, verbrate ich ab und zu mal Pfeile, weil Leertaste ist auch Angriff. So, Pfeil, Pfeil und da hinten ist noch ein Blue Drink. Die Blue Potion nehmen wir auch mit, hier durch den Wasserfall geht's nicht durch. Wir betreten Ebene 6, ich bin sehr gespannt, wo es da dann wieder hingeht und wir sind abermals... in einem Dungeon und werden begrüßt direkt von einem Schwert. Boah, diese Würmer sind echt schwierig zu treffen. So, da muss man immer ein bisschen drüber zielen, wie es aussieht. Yay! 7 bis 14, ich glaube da 9 bis 16 ist besser, was wir aktuell haben. Und das da hinten sieht aus wie ein Dagger. Jewel Dagger 9 bis 14. 9 bis 16, aber der ist 9 bis 14 und ein Dagger ist wahrscheinlich auch schneller, ne? Probieren wir mal ganz kurz aus. Hat aber natürlich nicht so eine Reichweite dann auch. Andererseits, Nahkampf ist Nahkampf. Das hier ist kein Nahkampf. Hupsa. Eine Black Potion, was auch immer sie tut, ich weiß es nicht. Ich bin sicher, wir werden es herausfinden. Vielleicht sogar jetzt. Irgendwas passiert? Keine Ahnung. Ich warte nur drauf, dass wir irgendwann vergiftet werden von einer Potion. Was ist das denn? Ach, ist eine Fledermaus. Aua! So, Auge weggemacht. Und Frage ist da, das nehmen wir mit. Erstmal checken. Nicht so gierig sein. Und dahin wieder so ein schwarzer Knöterwurm. Ja, eine Sturmwand, also ein Sturmzauberstab, ein Zauberstab des Sturmes, aber brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Ist bestimmt nett, den mal zu zeigen nachher. Wir haben ja noch einen auf der 5. Und es sieht ja wirklich sehr nach Kanalisation aus. Eine jollene Hose. Eine jollene Hose. 6AC. Ist eigentlich so gut wie unsere jetzige Hose, aber sie ist jollt.
Mist, ich kann sie nicht anziehen, weil wir... Was ist das denn eigentlich hier? Kommt da ein Schild rein oder was? Oder Handschuhe wahrscheinlich. Was kann ich ja mal wegschmeißen? Scroll of Flame brauchen wir eigentlich gar nicht. So, 9AC, zack. Das nehmen wir auf und dann lege ich mir mal ganz kurz die goldene Hose an. Ich glaube, ich mag das mit dem Schwert lieber. Ich mag diese Dagger-Dinger nicht so wirklich. Alter, hör auf! Du ätzendes Ding! Boah! Krieg ich Augenherpes, wenn das Ding da so rumfliegt. Und da hinten liegt da ein Ring. Ich glaube, da liegt ein Ring. Ringe scheinen ja ein wenig Mangelware zu sein. Genauso wie Handschuhe offenbar. Broken Ring of Greater Protection. Wir finden nur Broken Rings. Dabei könnten wir da auch schon längst ein bisschen besseren Schutz haben eigentlich. Auch was Handschuhe angeht. Wir müssten Handschuhe finden und mal vernünftige Ringe. Mit Pfeilen sollten wir nicht ganz so verschwenderisch sein, glaube ich. So, ein lecker Steak. Und ich gehe trotzdem noch die ganzen Dinger hier ab, ob da nicht vielleicht zufällig eine Geheimtür ist. Natürlich an kein... Alter, diese Scheißaugen. Wenn die Augen nicht so epileptisch wären, dann hätte ich ja gar nichts gegen die. Hä? So, 7AC, hier noch ein Skull, das ist natürlich super. Habe ich einfach durch den durchgeschossen vorhin. Und wir gelangen noch ein Stockwerk tiefer auf Ebene 7. Ich frage mich tatsächlich, ob es hier irgendwann mal irgendwo ein Ende gibt. Und hier sieht es schon wieder anders aus. Jetzt erinnert es mich so ein bisschen an Diablo 1. Oh. LFAC haben wir, glaube ich, ne? Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder andere Feinde und es wird... Oh, ich glaube, es wird ein wenig härter werden. In die Lava dürfen wir auch nicht reinfallen. Was aber wahrscheinlich nicht nur uns betrifft, sondern auch unsere knöchernen Freunde hier. Okay, ich nasche mir mal ganz kurz ein Steak rein. So. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, da brauche ich erst noch einen Schlüssel. Das heißt... Es könnte noch interessant werden, wenn man bedenkt, dass das noch die Beta des Spiels ist. Heißt das, dass wir eventuell später doch so kleine Mini-Quests kriegen, wie Schlüsselsuche oder Pipapo, sowas in der Richtung. Ein bisschen wie bei Eye of the Beholder damals, auch. Ich finde süß, dass Skelette bluten. Oder bin ich das? Ich weiß es nicht. Scroll of Health. Nehmen wir natürlich gerne. Und das scheint mir hier so eine Art Labyrinth zu sein. Wir haben jetzt die Dungeons oben kennengelernt. Dann haben wir die Kanalisation kennengelernt. Wir haben auch die Caves kennengelernt, wie es aussah. Jetzt sind wir wieder zurück. Und jetzt kriegen wir offenbar eine Art Labyrinth serviert.
Da will ich nicht runterfallen. Oh. Ja, der kann uns natürlich treffen. Ich schau mal ganz kurz auf die Map. Wo kommen wir denn? Hier waren wir noch nicht. Ohne Karte bist du hier echt ein bisschen aufgeschmissen. Hui! Und da haben wir den Schlüssel. Mit dem gehen wir zurück zur Tür und vermöbeln erstmal den scheiß Zauberer. Der uns durch die Tür angreifen kann, wir ihn aber nicht. Da sind wir falsch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, er ist weg. Purple Potion. Huch, Schnauze. Ghostbusters. So, Gold Potion, Purple Potion, alles super. Ich schmeiß meine Purple Potion rein, hab sofort Instant 17. Gold Potion, keine Ahnung, was die macht. Die Purple Potion lasse ich mal liegen. Vielleicht brauchen wir die später noch. Oder lasse ich einfach mal ein paar Wands liegen. Fire Wand, Wurn Fire Wand, 6 Charges. 6 bis 26, 2 bis 22, 2 bis 22, 3 bis 5. Kein Wunder, dass die Ice Wand damals keinen Damage gemacht hat. So, Frisbee spielen geht auch ganz gut. Huch! Hallo, junger Mann! Wir sparen gerade ein bisschen Pfeile. Ein Schwarzmagier. Boah, jetzt kriegst du gerade von beiden Seiten. Jetzt habe ich heimlich gerade einen Trank getrinkt. Alter! Der kleine Stricher! Schnell weg, 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 schnell weg. Gold. Dann holen wir uns den Purple-Trank gerade nochmal. Ach, das war... Ich weiß gar nicht, wo der lag. Ist aber auch fast egal. Ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger langsam. Ich will nicht sterben. Was ist das denn da? Eine Clownsnase? Red Nose Day? Yethidian Orb. Natürlich, ich bin froh, dass wir den haben. Das ist, Oh. Was machen wir jetzt mit dem Orb? Sind wir wegen dem hier runtergestiegen, oder? Kann ich ihn irgendwie benutzen? Nein. Sieht wirklich aus wie eine Clownsnase. Da geht's nicht weiter. Ich guck mal kurz, ob es dahinter weitergeht. Die Teleport-Scroll können wir auch mal ausprobieren. Eigentlich... Da ist keine Geheimtür. Ich. Pff, was mache ich jetzt? Hier ist nirgends eine Geheimtür. Ich laufe ja die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand. Wenn das jemand beobachtet, sieht bestimmt scheiße aus. Ich frage mich, ob ich mit dem Ding jetzt wieder nach draußen. Ob ich mit dem Ding jetzt wieder. Ich glaube, ich muss wieder nach draußen kämpfen. Was denn das für ein Geräusch? Wahrscheinlich jemand in Lava gefallen. Ach, Tatsache. Ja,
So, ich glaube zwischendurch esse ich nochmal ganz kurz ein bisschen, nasche ich nochmal am Käse. Hua! Ihr habt mich jetzt erschrocken. So, wir können natürlich auch schnell hochlaufen. Ich frage mich nur, ist da jetzt alles wieder voll Feinde? Voll Feinden? Dann wissen wir jetzt zumindest, was zu tun gilt. Wir müssen den Orb wahrscheinlich tatsächlich nach draußen schaffen. Und oftmals sind die Skelette nicht gerade sehr glücklich darüber. Ja, das ganze Dungeon wird jetzt quasi von Skeletten bevölkert. Und die Fallen sind aktiviert, wie es aussieht. Und wir müssen so schnell wie möglich wieder raus, aber mal gucken. Das wäre lustig, erste Aufnahme gerade immer noch, vielleicht spielen wir es ja schon durch. Scheiße. Komm, die XP holen wir uns noch. Oh, und 9er Hosen holen wir uns natürlich auch noch. Die 6er Hosen lassen wir dafür weg. Ich finde es immer so schön, sich mitten im Dungeon umzuziehen. Ach, Alter! Alter, wollt ihr mich verarschen? Boah, fuck it. Nein! 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 Nein? Nein, wir waren so gut. Ich wollte gerade das Ding rausschaffen, diese komischen Red Nose Day wollte ich rausschaffen. Aber leider nicht gepackt. Ich wollte gerade eben noch eine goldene Potion trinken. Ich hätte mir vielleicht eine auf den Shortcut legen sollen, die ganze Zeit schon. Aber, naja, wenn es so gut läuft, dann wird man manchmal ein wenig zu selbstbewusst in solchen Spielen. Naja, haben wir leider nicht geschafft, aber war ein lustiges Ründchen. Ich, weiß nicht, ob ich das nochmal spiele. Ich glaube, dass ich belasse es erstmal bei dieser einen Folge oder ich weiß nicht, wie viele Folgen es werden letzten Endes. Kommt drauf an, wie lang die Aufnahme ist. Ich habe nämlich keinen Timer mitlaufen. Ich habe jetzt einfach bis hierhin gespielt und je nachdem mache ich eine Folge draus, eine Let's-Test-Folge quasi oder vielleicht auch mehrere kleine, wenn es zu lang ist. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war Delver, ein portiertes kleines Mobile-Game, was, wie ich gehört habe, übrigens auf iPad und Konsolen, also auf Tablets, soll es mehr Spaß machen. Habe ich zumindest im Forum gelesen von Delver, also zumindest im Steam-Forum, als ich gesucht habe, wie man das Ding Fullscreen spielt, was wohl irgendwie auch nicht geht. Da wurde wohl sehr schnell portiert und ich hoffe, da wird noch einiges nachgelegt. Wie gesagt, es ist die Beta, beziehungsweise das hier war die Beta und mal schauen, wie die Vollversion sich macht und ob es da vielleicht nicht noch ein bisschen mehr gibt und pipapo. Schauen wir mal. So, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis später. Tschüss. Oh, ich war so weit.